Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Wir wurden gerade von, ich glaube, es waren zwei Typen einfach angegriffen. Die sind hier witzigerweise hingewandert. Ja. So, jetzt wollen wir mal zu unserem Ziel erstmal, also zu dem da hinten. Und dann schauen wir weiter. Immer noch einen neuen Controller. Keine Ahnung, wofür ich die Dinger brauche, aber für irgendwas bestimmt. Ich will mal rennen. Also noch schneller rennen als so. Neu. Geht gerade irgendwie. Hallo? Wo macht der denn hier hin? Ernsthaft? Was ist denn? Oh nein, 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 nein. Oh. Okay, das lief jetzt echt nicht gut. Aber warum? Ey, der ist stark, dieser verdammte Stein. Ah.
sollen sich da mal ein bisschen rumkümmern, damit ich hier. Was hat der denn jetzt für ein Problem mit mir? Ah, toll. Das ist echt krass. Doch schon besser. Oh nein. Varric ist verwundet. Fort mit dir. Der Was kann das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Okay, das bringt hier gerade echt nichts. Da müssen wir den Riss wohl später machen. Momentan keine Chance. Oder vielleicht, wenn wir. Eine Armbrust, ne? Ja, für den Nahkampf oder Fernkampf habe ich nicht wirklich was. Bringt auch nicht viel. Stimmt, ich kann denen ja auch noch die Rüstung geben. Ja. Aber Rüstung. Bin ja ich, okay, jetzt.
Tja, auf jeden Fall ist besser als was er jetzt hat. Ne? Und wenn wir jetzt noch bei uns gucken. Ne, falsche Person. Wir haben dieses Schwert, Drachenschwert. Sind nur drei mehr, das ist wirklich viel. Was 16, was haben wir eigentlich gerade für einen Helm auf? 8. Wollen wir es nochmal ausprobieren? Ich denke ja. Ich werde den Magier nehmen. Ja, das ist Heilung, oder? Okay, lief besser. Nein! Schieß auf den da! Ah, das jetzt was? Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Platt. Oh, nicht so gut. Boah, nicht so. Der macht überhaupt keinen Schaden. Ja, gut. Hat keinen Sinn. Hat einfach keinen Sinn, da jetzt irgendwie zu viele Wellen und diese Brandviecher sind. Doch ganz schön übel. Immerhin kommen wir aber schon ein bisschen weiter. Aber es reicht noch nicht aus. Na los, Leute. Das schaffen wir nicht. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich?
Recht oder falsch? Ja, bitte. Die Welten scheinen groß zu sein. Entschuldigt bitte, habt ihr vielleicht noch eine andere Späherin der Inquisition gesehen? Eine Elfin namens Ritz? Ihr sagtet, eure Freundin habe sich nicht zurückgemeldet. Sie sollte sich einige Abtrünnige näher ansehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber ich bin im Dienst. Wir unterhalten uns später. Der Riss. Der ist schon tot. Was seid ihr denn? Diese verfluchten Templer haben meinen Mann ermordet und ihm seinen Ring vom Finger gestohlen. Sie verdienen den Tod. Ihr sagt, die Templer hätten euren Mann angegriffen? So ist es. Er grub gerade einen Baumstumpf aus. Diese Narren konnten eine Schaufel nicht von einem Magierstab unterscheiden. Aber sie mussten angeblich sicher gehen. Überall wären Rebellen, die sie aus dem Hinterhalt angriffen. Diese kranken Bastarde. Sie nahmen ihm auch den Ring, den ich ihm an unserem Hochzeitstag gegeben hatte. Nur für den Fall, dass er magisch wäre. Lebt wohl. Kann ich die Mission nicht annehmen? Nehmt euch vor den Templern in Acht. Es kümmert sie nicht mehr, wen sie töten. Lebt wohl. Okay, ist wohl ihr Standard-Ding. Ich alles. Oh. Die haben ja alle was dabei, wie cool. Soll ich das vielleicht übernehmen? Ah, haha. So wie es aussieht. Hey.
Komisch, das Feuer tut er doch gar nicht. Oh, oder doch. Ah. Mann, ich will immer auf die Map gehen. Ist das auch wieder ein Riss? Ein Bauer und Abtrünniger? Nee. Das ist blöd, dass man im Nachhinein gar nicht mehr erkennt, was man jetzt schon gemacht hat oder was nicht. Zerfetzt. Alter, die Truhe so auffällig, weißt du, und dann ist da nicht mal irgendwas. So, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Okularum. Komm, sobald ich da drauf gegangen bin. Wer hat hier draußen einen Schädel aufgestellt und zu welchem Zweck? Der Schädel erleuchtet bestimmte Objekte in der Ferne. Derartige Magie ist mir vollkommen fremd. Natürlich. Es musste ja ein Schädel sein, der irgendwelchen gruseligen Scheiß aufleuchten lässt. Oh, plündern. Ist das Brust oder? Es sieht ganz anders aus. Kriegen wir es hier? Was? Thank you.
oder so. Blubber, blubber, blubber. Ich sehe was. Nein. Aber... Nein. Ihr müsstet eigentlich gut sein im Finden von Dingen. Hawk habt ihr allerdings nicht gefunden. Verdammt, jetzt springt doch Mann, Gott, das ist halt nicht so schwer. Was ist das denn? Ich glaube, wir müssen dafür echt erst hier so irgendwie... Ja, das wäre um einiges einfacher. Dieser Turm ist selbst als Ruine noch beeindruckend. Ich frage mich, welche Träume sich wohl darin finden lassen. Verhalten, scharfsichtig. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, was das hier ist, aber es muss einen Grund geben, warum es durch den Schädel erleuchtet wurde. Es gibt hier, glaube ich, noch eine Sehenswürdigkeit. Nee, da kommen wir jetzt irgendwie nicht rein. Oder gar nicht vielleicht sogar. Wieder ein Lager. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Sehr. Klar, ich muss dann nicht aufhören. Noch so ein Schädelding. Seht nur, das dort unten ist der Königsweg. Ich wette ja noch, dass irgendwo hier bei der Tasten in meinem Controller. Ah, was ist hier los? Pfeil im Kopf. Karte zu einem Wasserfall. Das ist hoffentlich nicht der gemeint. So. Weltkarte? Scherben in den Hinterlanden? Ist doch riesig, Alter. Und ich glaube, wir dürfen ja auch sehr oft wieder nach hinten rennen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie sehr sich das... Alter. Scherben, Scherben, Scherben.
Blue Lotus. Naja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal ein Folgenpäuschen und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Falls ich ein bisschen lustlos rüberkomme, ich bin echt müde. So ein bisschen müde und Rollenspiele sorgen nicht gerade dafür da, dass man lange wach bleibt. Man ist zwar gespannt, man findet es cool und so weiter, aber trotzdem so, gut. Oh, wie auf Stichwort. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.